Hi Leute, hier ist eure Sky Dorissa zu einem ganz besonderen Video. Ihr seht es schon so ein bisschen am Bild, so ein bisschen am Flair. Und wenn ihr heute auf das Datum seht, seht ihr heute, wenn dieses Video kommt, ist der 27.05. Und das kann nur eine Sache heißen. Genau, ich habe Geburtstag. Tada! Ich bin ein ganzes Jahr älter geworden. Ich bin jetzt 22 Jahre alt und ich dachte mir, ich melde mich mal bei euch einfach zur Feier des Tages. Mache ich mal, obwohl es ist jetzt ein Tag vorher, dass ich dieses Video aufnehme, damit ich das dann vor meinem Geburtstag tatsächlich noch hochladen kann und so weiter, weil ich nicht weiß, ob ich tatsächlich am 27. Mai das schaffe, mir die Zeit nehmen zu können, ein Part hochzuladen. Ich hoffe, ihr versteht das, weil es ist mein Geburtstag, es kann sein, dass meine Familie rumkommt, es kann sein, dass Bekannte rumkommen, dass ich in der Schule viel zu tun habe, obwohl ich vielleicht ein bisschen früher gehen werde, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich Besuch bekommen werde und dass ich Geschenke bekommen werde. Ein Teil meiner Geschenke habe ich schon bekommen. Herzlichen Dank im Übrigen an Cupcake, die schon ihr Geschenk vorher geschickt hat, und an meinen Vater, der mir sein Geschenk auch schon einen Tag vorher gegeben hat. Ich kann auch gerne sagen, was ich bekommen habe. Ich habe einmal eine PSN-Karte bekommen für möglichen PSN-Summer-Sale, dass ich mir vielleicht irgendwas demnächst mal kaufen kann, dass ich mir so ein bisschen was in der Rückhand habe. Und von Papa habe ich Geld gekriegt. Sogar ein bisschen mehr als erwartet. Ich habe mit 50 Euro gerechnet, das waren am Ende fast 75. Bin ich auch ganz stolz drauf, weil dadurch, dass ich jetzt das Problem mit der Festplatte hatte, bin ich über jeden Cent sozusagen privat dankbar. Da sage ich also nichts gegen. Ich habe mich auch sehr bei meinem Vater bedankt, dass ich das auch schon einen Tag vorher einzahlen durfte auf mein Konto, weil ich tatsächlich also ich habe jetzt nicht irgendwie laufende Kosten oder so, dass ich dringend das Geld brauche oder Schulden, nein, sondern einfach, falls ich morgen nicht früher gehe, habe ich morgen 8 Schulstunden und dann noch zur Bank fahren, das einzahlen, weil das meiste, was ich gekriegt habe, war tatsächlich Kleingeld und dann müsste ich nur an Zählautomaten und bläh, das ist ein bisschen nervig für einen Geburtstag, deswegen bin ich da sehr froh, dass ich das mir direkt am 27. ersparen durfte. Ich werde auch noch Geschenke bekommen. Ich hatte eigentlich sogar geplant, Unboxings zu den Geschenken zu drehen. Problem ist, ein Teil meiner Geschenke kommt erst nächsten Monat und später, weil die Leute tatsächlich momentan nichts senden können. Habe ich vollstes Verständnis für, ist auch in Ordnung. Ich bin froh, dass ich überhaupt was kriege. Ganz ehrlich, wäre es nicht froh, dass er Geburtstagsgeschenke kriegt? Ich glaube, keiner. Und ich freue mich sehr auf die Geschenke. Bei ein paar weiß ich es tatsächlich, was ich kriegen werde, bei ein paar nicht. Ich bin also dementsprechend sehr gespannt, was drin sein wird. Sollte sich was Interessantes ergeben, werde ich natürlich auch nochmal dazu Stellung beziehen und mich darüber übelst abfreuen und was weiß ich nicht. Ach so, im Übrigen, bei Cupcake habe ich noch eine sehr nette Zeichnung bekommen, nämlich einen Kirby Sora. Ich feiere das. Ein Kirby in Sora-Cosplay. Das sieht so gut aus. Vor allen Dingen mit Königsanhänger, mit allem drum und dran. Ich feiere dieses Bild. Das ist toll. Und ja, was kann ich ansonsten noch sagen? Da mein Geburtstag ist, da ich 22 werde, habe ich auch gedacht, ich feiere tatsächlich auch mal mit euch. Ich habe die letzten Wochen tatsächlich rumexperimentiert, wie ich das Ganze wieder umsetzen kann. Und ich habe es geschafft. Ich kann wieder streamen. Und ich werde auch wieder streamen. Ich weiß noch nicht genau wann. Datum, das ich jetzt erstmal festgesetzt habe, ist der 31.05. Wie viel Uhr? Keine Ahnung. Was ich mache? Auch keine Ahnung. Das mache ich dann spontan. Ich habe da zwar ein paar Ideen, da ich zum Beispiel festgestellt habe, dass ich hoffentlich, wenn das stabil bleibt, vor meiner PS3 streamen kann. Und dementsprechend könnten da so ein paar gewisse Spiele rumkommen. Tales of Chillia. Das wäre zum Beispiel einer meiner Favoriten. Und ich hoffe, ihr hättet dann vielleicht nächsten Samstag, also am 31.05. dann ein bisschen Zeit, mal vorbeizuschauen, so ein bisschen Geburtstag feiern, nachfeiern. Mit meiner Familie werde ich auch noch feiern, allerdings erst nach kurz vor Pfingsten, weil meine Familie ist auch privat so ein bisschen eingebunden momentan. Das ist alles so in meinen in meinen Geburtstagszeitraum fällt meistens Pfingsten und es fällt auch meistens irgendwelche Volksfeste bei uns in der Gegend. Und da meine Familie tatsächlich alteingesessen in unserem Dorf ist, haben die viel zu tun. Wir auch, aber das ist ja eine andere Geschichte. Ich da eher weniger, weil ich nicht so der Traditionsmensch diesbezüglich bin, da nicht so gerne auf das Volksfest gehe. Es ist auch sehr, sehr klein.
Das lohnt sich also nicht wirklich, meiner Meinung nach. Naja, jedenfalls, ich wollte es nur gesagt haben, wenn ihr mir irgendwie Geburtstagswünsche schreiben wollt, bitte unter dieses Video, bitte nicht unter andere Videos, obwohl ich mich auch über die anderen Videos sehr freuen würde. Nur wenn das jetzt alle machen, dann ist das so ein Tohuwabohu und Gespamme und da habe ich lieber ein Video, wo ihr das alle drunter schreiben könnt und Sense. Und ansonsten, wie gesagt, nächsten Samstag am 31. Mai. Ich weiß, davor sind eigentlich ein paar freie Tage. Aber ich habe mir dann vorgenommen, die freien Tage dann zu nutzen, Fahrrad zu fahren, Hausaufgaben zu machen. Also erstmal die Hausaufgaben, erstmal Fahrrad fahren, dann die Hausaufgaben abarbeiten, dann Parts drehen und dann am Samstag den Stream. Und den Sonntag lege ich mich hin und hab Ruhe. Dann ist Sabbat. Für mich zumindest. Dann mache ich Ruhe. Dann mache ich Ruhetag. Na gut, das ist eigentlich alles, was ich gesagt haben wollte. Ich hoffe, ihr habt jetzt dieses Geplapper um fast 7 Minuten jetzt ertragen können. Ich hoffe auch, dass euch das Bild gefällt. Ich habe einfach was gegoogelt und dann so ein Bild gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns dann Samstag. Ich werde mich auf eure Kommentare freuen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Feiert meinen Geburtstag, indem ihr irgendwas Tolles für euch macht. Und wir sehen uns beim Stream. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf alle, die da sind. Und ja, ich weiß, ich habe sehr lange nicht mehr gestreamt. Ich habe gesagt, dass ich nicht mehr streame. Aber es geht. Und ja, ich habe neue Mods. Dementsprechend, bis bald, Leute. Bye, bye. Ach, bin ich happy.